Hallöchen, wir sind wieder live bei CT das Radio mit den neuesten Infos vom Campus für euch. Gleich gibt's die Nachrichten, vorher hören wir aber noch die Misery Slims mit Most Inexperienced Man. So oder so ähnlich sieht eine moderierte Schicht bei uns aus. Die bereiten aber nicht nur die Moderatoren vor, sondern auch die Tagesredaktion. Mit dabei immer unsere Praktikantinnen und Praktikanten. Genau, Interviews führen, Skripten, Aufsprechen schneiden. Das sind auch alles unsere Aufgaben. Man kann aber auch in ganz anderen Bereichen tätig sein, wie zum Beispiel der Kinoredaktion oder der Kulturredaktion. Ich zum Beispiel finde die Musikredaktion ganz spannend. Hey, wir sind die Musikredaktion. Hier hören und rezensieren wir jeden Montag das Neueste aus Hip-Hop, Rock und Pop. Egal ob in Interviews, Festival-Nachberichten oder auch in Hörtests. Hier können alle ihrer Liebe für Musik Ausdruck verleihen und gemeinsam im Team das Neueste aus der Musiklandschaft erkunden. Ist das nicht was für euch? Ja, Mann. Dafür habe ich meine Rezension sogar schon aufgesprochen. Genau genommen als Redakteurin für unser Special Power-Up. Kommt mal mit. Power Up ist eins unserer Sendungsspecials. Hier behandeln wir Multimedia-Themen aller Art. Bei uns geht es um Spiele, Events, Social Media und was sonst noch so im World Wide Web passiert. Wir haben viele verschiedene Beitragsformen, zum Beispiel den Testlauf oder auch die Retro-Rezension. Außerdem begleiten wir Events wie die Gamescom und wir werden kreativ in der Soundkarte. Dort stellen wir euch unsere Lieblings-Soundtracks vor. Apropos Soundkarte, wir brauchen dringend neue Soundkarten für die nächste Rezension. Die sind schon bestellt. Auch in der Technik haben wir natürlich immer eine Menge zu tun. Wir müssen allgemeine Wartungsaufgaben erledigen oder wir arbeiten an neuen Projekten, wie zum Beispiel der mobilen Sendeanlage. Und da können natürlich gerne Praktikanten und Praktikantinnen bei helfen. Also, worauf wartest du noch? Engagier dich auf deinem Campus und lerne Radio in der Praxis. Komm zu CT.